Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play der Play Family. Ich bin's Mundo und ich werde euch heute mein neues Projekt vorstellen. Und zwar werde ich Limbo Let's Playen und ich habe das Spiel das erste Mal gestartet. Und ich habe mir dazu schon ein paar Bilder angeguckt und das sah sehr interessant aus. Es wird wahrscheinlich kein großes Projekt, ich habe gehört, das soll sehr kurz sein. Und da wollen wir das mal angehen und mal schauen, wie das so ist. Ja. Gut. Wenn wir, ich weiß nicht, Spiel fortsetzen? Ach so. Das ist gleich der Anfang. Hör auf. Steh auf, du kleiner Dödel, du. Kann ich mich bewegen? Ah, Pfeiltaste. Na, ich habe jetzt mit WASD probiert. Boah, das sieht schon mal schön düster aus, alles hier. Was haben wir da? Falsche Richtung. Okay, die erste Errungenschaft, Leute. Falsche Richtung haben wir schon mal bekommen. Na. Ich glaube, die Maus braucht man in dem Spiel nicht. Wird mir gar nicht angezeigt. Auf jeden Fall ist das Spiel von dem Design ja schon mal ziemlich krass. Das ist echt ziemlich düster, ey. Boah. Boah, das sieht noch tot aus, auch, ne? Boah, sieht das schön aus, ey. Schön düster. Störung. Leertaste vielleicht. Ich glaube, bei Einstellungen vielleicht irgendwie so wird gespielt. Krittel, unser Krittel, Krittel. Krittel. Nein, Steuerung. Also, das ist auch fest. Dann können wir da hoch. Haben wir es auch geschafft. War das eigentlich alles an Steuerung? Habe ich da jetzt wirklich nur die wenigen Sachen gesehen? So wird gespielt? Tatsächlich. Also. Wir brauchen keine Maus. Das ist alles Super Mario. Kann man hier schwingen oder was? Ah, gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Tap, tap, tap. Oh! Oh! Wir sind mal gleich mehr ersoffen, Leute. Also. Ja, ertrunken, das war's. Machen wir das nochmal. Auf, hoch mit dir, Junge. Hoch, hoch, hoch. Zieh dich hoch. Und hier würde ich mich am liebsten fallen lassen. Klettern wieder runter. Und diesmal gehe ich nett auf Tauchstation und mach blub. Tschüss, Wasser. Und wir gehen weiter. Oh, jetzt wird's dunkel. Hoffentlich kommt keine Spinne oder sowas. Frisst mich auf. Freue ich jetzt gar nicht. Und wir gehen mit dem Schiff vorwärts. Das atmosphärisch hat das Spiel schon einiges drauf. Es ist einfach nur schwarz-weiß, das sieht echt Hammer aus. Mein Bounty fällt über den Ozean. Naja. Ich bin ein bisschen hin und her. Und ich warte, und ich warte. Oh, 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 fast wäre ich ertrunken. Können wir hier schon wieder runter? Gut, können wir. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Kann ich mein Schiff ziehen? Ist mein Junge so stark? Komm schon. Master of the Universe. Da zieht er das Schiff einfach an Land. Das ist der Herkules der Neuzeit. Und er wird fast erquetscht von seinem eigenen Schiff. Und der kommt hoch. Und das Seil komme ich nicht dran. Achso. Das ist eine gigantische Liane. Okay. Ziehen wir uns auch hoch. Und springen rüber. Puh. Oh, Junge. Zack. Klettern wir diesmal nur hoch. Ey. Na, ich will immer noch auf Springen hier.
im Wald hier. Dass der Typ überhaupt den langläuft, ich würde, ich hätte schon längst umgedreht, obwohl, naja, was haben wir denn da? Oh! Ach du Scheiße! Komm ich da rüber überhaupt? Oh! Scheißendreck, wartet mal. Kann ich die entschärfen? Ah! Na, ja, sieht doch schon besser aus. Weiter geht's. Chop, 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 chop. Fliegekadaver. Was für ein Kadaver? Die Scheiße, was hängt denn da dran, ey? Na gut, eigentlich so genau will ich es gar nicht wissen. Boah! Verdammt nochmal, ey. Das Vieh kommt so merkwürdig tief Richtung nach unten. Also legen wir das mal hier hin. Keine Ahnung, ob es was bringt. Das ist die einzigste Möglichkeit, die wir jetzt haben, weil das hat mir definitiv nicht gereicht. Genau, so. Jetzt gehen wir da hoch. Klasse. Hier wird es wieder duster, Leute. Richtig dunkel. Gucken, was als nächstes kommt. Hm. Das ist ein Baumstamm. Komm schon, zieh dich hoch, Junge. Wow, 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 wow. Spring! Wow, ey. Fast wäre ich Matsch gewesen. Dann gehen wir hier hoch. Ja, wie süß der hüpfelt, Alter. Hopp, 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 hopp. Das sind wirklich lange Wege immer. Und was haben wir da? Hm. Mal losschwimmen. Oh, oh. Scheiße. Anscheinend kommen wir da nicht so ganz weiter mit der Kiste. Nee, das schickt mir. Ich bin hier gerade einfach nur durchgehüpfelt. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Ladadi, ladadu, ladadam. Ah! Ich habe gerade versucht, den Baumstamm zu ziehen. Was natürlich wieder so ein richtiger Kraftakt gewesen wäre. Nach dem Schiff hätte ich mir das sogar vielleicht zugetraut mit dem Typen. Aber da ziehen wir lieber den. Können wir den Schein ziehen? Nee. Dann ziehen wir jetzt die Kiste hier zu der Liane, die hier runterhängt. Also, das sollte eigentlich funktionieren. Ja, das kann er schon mal ziehen. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht von der Höhe gar nicht mal so schlecht aus. Jawoll. Kann man hier so schwingen wie bei Super Mario? Jo. Geht. Und er hielt sich hoch. Weiter hoch. Kann man durchgehen. Gehen wir hier nochmal hoch. Kann man nicht durchgehen, also weiter oben. Keine Ahnung, welchen Zweck das hat. Vielleicht springen wir jetzt einfach runter. Ah. Können wir hier runtergehen. Ich hab diesen Tod. Scheiße. Gut, Fallschaden gibt es. Machen wir das Ganze nochmal. Hief, hief, hief. Hief weiter. Spring hoch. Dann machen wir wieder hier ein bisschen Schwung. Aktion und springt und verfehlen. Okay, ich muss ein bisschen hoch. Machen wir das Ganze nochmal. Schnüffel schicken und wir gehen den hoch. Ja, diesmal springe ich halt wieder wie so ein Suizidgefährdeter da runter und lass mich zermatschen. Ich gehe nochmal zurück, ey. Das war ja gerade wieder mal genial.
Chop. Es geht. Nein! Oh. Knapp. Ganz knappe Sache. Jetzt schieb. Oh, und es wird knapp. Ganz knapp geschafft, Leute. Ja. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Diesmal gucke ich ein bisschen rum. Da oben haben wir eine Falle und einen Ast. Und wie kommen wir da rein? Boah! Okay, alles klar, die Spinne ist aggro. Sie ist gerade zur Seite gerutscht. Hey, Spinnche, hau nochmal auf den Boden. Willst du es doch auch? Ah, da hat's Klonk gemacht. Sprung! Jetzt ziehen wir's mal hin. Und jetzt, Spinnche, nage ich deine Beine kürzer. Ja. Knappst. Ich glaube, beim letzten Beinchen habe ich nicht mehr ganz aufgepasst. Ja, beim letzten hat es dann so gedacht, jetzt bewege ich mich mal 5 cm nach vorne und haue das Ding mal so richtig ins Gesicht. Kann ich natürlich gar nicht, nicht? Ist mal so richtig so. Und dann verarschen wir das Viechchen mal wieder. Aber wie ist denn der weg? Ich will nicht normal von dem Ding aufgespießt werden. Ich glaube, das ist auch im Interesse unseres Helden hier. Ah ja, das letzte Beinchen, da das wird schon wieder Akku. Ah ja, klaro. Ja, los. Oh. Verdammt. Noch mal. Ein letztes Mal. Kaputt. Oh, puh. Ich dachte gerade, das kommt jetzt runter, wenn ich mir aber die Beine in die Hand genommen hätte. Ja, okay, Leute. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit. Ich hoffe, der erste Einblick in Limbo hat euch gefallen. Wenn es euch so gut gefallen hat, dann schaltet doch zum nächsten einfach wieder ein. Und bis dahin macht's gut, euer Mundo. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.